Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu We're Are Here. Jo. Mit Misa und Eta. Die noch immer gerade probiert, nicht drauf zu gehen. Ja, wir müssen immer wieder von vorne anfangen, weil, es ist ein verdammt schwieriges Rätsel, das mit dem Theater. Naja, schwierig ist es nicht, aber ich habe immer die Königin und die König vertauscht. Ja, ich wollte jetzt nicht gerade sagen, von wegen, Jitta ist so doof und vertauscht immer, ne, das Geschlecht. Ja, ich sehe das ja nur von hinten. Ladies and Gentlemen, welcome to tonight's feature show. Also jetzt ist er noch nicht da. Ich gehe zur Tür, er ist immer noch nicht da. Ich mache die Tür auf, er ist immer noch nicht da. Ich gehe auf die Dingsen, er ist immer noch nicht da. Ich höre mir das erste Rätsel an und er ist da. Okay, und es fällt gerade wieder alles zurück. Genau. So. Ja, du darfst nicht vorher anfangen. Du musst warten, bis ich da auch aufgedrückt habe. So, der König und die Könige müssen raus. So. Muss nicht erst die Happy Frau, also die Happy Leute. Ach ja. Voller Leben. Fuck. Ja. Mein Gott. Hättest du das nicht eher sagen können? Ah ne, falsche Richtung. Die Königin und Könige raus. Die Königin und König sind weg und jetzt kommen die Happy Family. Yay, so. Also die Happys. There once was a castle filled with life. So, der nächste. Jetzt kommt. Ich kurbel. Genau, jetzt kommen die Königin und der König. Du bleibst da hinten. Schön lieb sein. So, jetzt kommen die Königin und der König. So. Und ab. Der hat sich bewegt. Alles war gut. Alle waren happy und alles war gut. Ist jetzt alles noch draußen oder kommen jetzt nur die Leute rein, die happy sind? Ich glaube, es waren alle draußen, oder? Ja, alle waren draußen. Ja. Schloss. Alles... Ja, ich bin dabei. König, ich Königin. Drehe wie ein Held. Du bleibst da schön hinten. Will ich hier nicht vorne haben. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Dingsen da noch gibt, wie viele Akte. Ich denke mal nicht so viele. So, alle waren happy. All were happy and all was good. So, nächstes. Jetzt sind wir bei 4, ne? Ja, jetzt kommt das wieder mit diesem tötet der König. Also okay, der stehende König weg. Ja. Und der mit dem Schwert raus. Jupp. So, und der mit dem Schwert raus. So. Und den Blutmond an. Until the king killed all the standing in blood, he proudly said. So. Standing in blood. Standing in blood. Standing in blood, he proudly said. Standing in blood, we proudly oder so? Standing in blood, he proudly said. We proudly said. In blood, also Blut an. Standing in blood, he proudly said. What the fuck? Jeta! Dreh dich um! Was? Dreh dich um, hier! Ah. Komm, schnell! Hey. Schnell! Du hast... Nein! Warum? Nein!
Lasst uns raus, ihr kleinen Kackbratzen. Peter, einer von uns muss sich opfern. Warte, warte. Vielleicht habe ich ja hier hinten irgendwo einen Hebel. Oh, ich bin zu weit reingegangen. Nee, ich glaube, das war... Was ist another way? This is a set of fatal mystery. Have you been here before? We were here. Oh mein Gott! Ja, ich würde mal sagen. Du bist gerade wieder total leise. Das kommt davon, weil ich das Spiel nur anhabe. Oh Scheiße, ich habe vergessen, auf Pause zu drücken. Fuck! Ich höre dich nicht doppelt. Okay. Ich höre dich jetzt auch nicht mehr doppelt. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, das war's. Was ist so dein Feedback dafür, für das Spiel? Ist auf jeden Fall nice, würde ich sagen. Also es hatte Potenzial, ne? Ein bisschen kurz, aber ich meine, es ist auch kostenlos, davon mal ganz abgesehen, ne? Ja, also ich fand das auch richtig gut. Nur müssten wir jetzt nochmal die Version spielen oder so, wo ich dann eben halt alle Sachen machen muss und du mir dann weiterhelfen musst mit den Sachen. Eigentlich. Weil, und meine Zuschauer haben mich jetzt immer nur in drei Räumen gesehen. Ja. Und du hast die ganzen Aufgaben erledigt. Ja. Schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Ja, es sei denn, ne? Wir hätten das jetzt auch machen können oder so, dass... Du hättest jetzt auch deine Sache aufnehmen müssen, so von wegen, ne? Dass man beide Teile sehen kann, wie was ist. Ja, wie ich tausendmal sterbe, zum Beispiel. Ja, genau. Also ich muss sagen oder so, das Ding am Ende, ne, als du da das mit den Kurbeln gemacht hast und so, ne, das war richtig gruselig. Also, wirklich, das sah aus wie so ein Monster und das war dann eben halt wie so eine Marionette. Ja, das habe ich auch gesehen, unten diesen Labyrinth. Ja, das war richtig gruselig irgendwie, ne, und dann kommt das immer so stückchenweise auf einen zu. Ja. Das war voll stumpf. Ja, okay. Ja, also... gut, die Folge ist jetzt 9 Minuten alt. Ja, gut. Ja, ist eben halt so. Kann man nichts machen. Ist eben halt so. Was sollen wir denn großartig noch machen, ne? Ja, kannst nichts Neues mehr anfangen. Davon mal ganz abgesehen. Nee. Für 7 Minuten reicht das jetzt eigentlich gar nicht mehr. Okay, vielleicht das nächste Escape von Labyrinth? Ja. Das sieht ordentlich blutig aus. Super. Nur noch am Blitzen. Escape von the Labyrinth, ein Multiplayer-Horror-Game. Conciting of Two Mutes. Modes. The player chose to be a victim or a murderer. The victims find a way out of the maze. Okay, das ist sowas wie Dead by Daylight. Ah, okay. Aha. Also für 2 Stück eher nicht geeignet. Lösche ich mir mal runter. 100 Türen Escape-Spiele. Ja, das gibt's ja auch als App schon fürs Handy und so. Also die sind eigentlich ziemlich gut. Und da braucht man auch nicht so Englischkenntnisse. Nö, kann ich aber runterlöschen, weil es nur Einzelspieler. Ja, super. Das bringt nichts. Nee, ich hatte ja nur nachgeguckt, was gerade kostenlos ist, was man so... Ja. So ein bisschen zwischenzeitlich mal spielen kann, ne? Ja. Das ist alles Einzelspieler. Hätte ich vielleicht vorher mal eingeben sollen, ich Trottel. Ja, okay, gut. Es sind jetzt 10 Minuten vergangen. Gut, die ist jetzt leider ein bisschen kurz gedacht. Da können wir nichts machen. Oh, hier.
Ich habe eins. Escape Room, der kranke Kollege. Das habe ich mir eigentlich auch schon runtergeladen. Das können wir eigentlich auch wolltest du nur deinen kranken Kollegen sehen, doch was du vorfindest, hättest du dich niemals ausmalen können. Erforsche die Geheimnisse deines Kollegen und finde einen Weg aus der Falle zu entkommen. Ich glaube, das machen wir als nächstes, würde ich sagen. Ja, also wie ihr gehört habt, wir haben nächstes Spiel am Start. Und ja, wir werden unseren kranken Kollegen retten müssen. Weil der schon wieder Scheiße gebaut hat. Ja, also okay, gut. Dann würde ich mal sagen, Leute, macht's gut. Wir sehen uns in den anderen Let's Plays. Ciao. Ciao.